Alle Menschen träumen, aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen, denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist so falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Welt, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentleman. Solange Sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Ja, danke. Erledigt. Mann. Wie übel. Komm schon! Gut, geht. Gib mir einen Moment, Mann. Bin gleich bei dir. Okay, los auf mich. Alles klar da drin?
Herz weh? Nur mein Stolz. Wir brauchen eine Saugglocke. Komm, los schnell. Hier. Ups. Mist. Oh, verdammt. Komm her! Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos. Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Vater! Oh nein! Oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlow, Sie müssen sofort weg von hier. Oh bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? ¡Ratita callejera! ¡Suélteme! ¡Clase de gente no es bienvenida aquí! ¡Quédate afuera! ¡Pendajo!
ist er ja. Aquí lo tiene. Aha. Ja, so mag ich das. Gracias. Adios, amigo. Okay. Ich brauche die Geldbörse. Es scheint, als hätten wir noch etwas Zeit. Ich habe schon so eine Idee, was wir damit anfangen können. Immer hübsch langsam, Jungchen. Lass mich los. Hab ich mir doch gedacht. Und versuch bloß nicht abzuhauen. Bist weit weg von zu Hause, Jungchen. Nenn mich nicht so. Mami und Papi machen sich doch bestimmt Sorgen. Tja, ja, wohl kaum. Na gut, wechseln wir das Thema. Also das Klauen hast du echt drauf. Du bist wirklich gut. Keine Ahnung, wovon du redest, Opa. Hey, nenn du mich nicht so. Deine Technik ist aber schlampig. Alles viel zu vorhersehbar. Du hast ja einen Knall. Ach ja? Du bist mir durch die ganze Stadt gefolgt. Hast mich wohl für ein leichtes Opfer gehalten. Aber da hast du dich gewaltig geirrt, mein Freund. Was? Ich vermiss noch was. Gut. Vielleicht rufen wir einfach die Polizei, hm? Mach doch. Aber die wollen bestimmt wissen, warum ein älterer Tourist einem jungen Kerl nachstellt. Du hältst dich wohl für einen ganz Ausgebufften, ne? Ich kann ganz gut auf mich aufpassen. Na egal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Cops nicht mehr magst als ich. Schon möglich. Kleiner. Her damit. Ein Versuch war's wert. Den war's wert. Von wegen viel zu vorhersehbar, hä? Verdammt, Kleiner! Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt? Den Ring. Welcher Ring? Catherine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind! Schnappt ihn! Ja, wen haben wir denn hier? Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Oh.
Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache, wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich habe dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Na, du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal, nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt kennen wir den Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Danke. Was steht da? Parvisum. Sic Parvis Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Na okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stell keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut. Er hätte 1 Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay.
Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Und das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sally, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Na, war's für dich auch so schön, Charlie? Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm. Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du? Pass besser auf deinen Kopf, auf der ist... Guten Abend, Jungs. Alles klar, Schätzchen? Na, ihr zwei habt ihr richtig Spaß gehabt, hä? Ja, war richtig schön, Chloe. Lief wie am Schnürchen. Und du, hast dir die Sprache verschlagen? Oh, ja. Charlie hatte ein bisschen viel Spaß für meinen Geschmack. Mir brummt immer noch der Schädel. Ich bitte dich. Was soll da brummen? Da ist doch nichts drin. Oh, da habe ich wohl was verpasst. Ja, hast du wirklich. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ah, witzig. Gab's Probleme? Na, easy peasy. Und sie haben dich nicht bemerkt? Auf keinen Fall. Und hinter welcher Tür steckt Scary Poppins? Hinter der da drüben. Der grünen. Sie fuhren da hinein und seitdem ist es dunkel. Sind sie noch da drin? Tja, ich hatte es ständig im Blick. Und niemand kam rein oder raus. Meinst du wirklich, wir brauchen die? Ich meine, die erwarten uns ja nicht. Unterschätzt die Typen nicht, die machen keinen Spaß. Ja, wir schleichen uns rein und wieder raus. Einfach so. Ja, das klingt gut. Und bei Gefahr? Erst schießen und dann werden Fragen gestellt, okay? Helft mir mal. Ja, 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 bin da. Sieht hier jemand ein Auto? Ich sehe nämlich keins. Das gibt's doch nicht. Verdammt! Ist das auch die richtige? Ja, das grüne Tor, ganz sicher. Nate, wir vergeuden hier Zeit. Diese verdammte Tasche gefällt mir immer besser. Kommt schon, die sind nicht einfach verschwunden, okay? Es muss eine Erklärung geben. Schauen wir uns doch mal hier um. Ein Mechanismus. Ja, vielleicht. Vier Reifen, vier Kontakte. Sally, du stehst da. Ihr zwei, nach da und da. Alles klar, bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Und? Das muss es jetzt aber sein. Moment. Das ist das Licht. Sally, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Da brat mir doch einer einen Storch. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Ja, wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man. Nein, 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 nein. Im Ernst. Wer sind diese Leute? Ihre Entschuldigungen interessieren mich nicht. Er war ein Risiko und Sie wussten das. Ja, es ist bedauerlich. Nicht bedauerlich. Schlampig. Ihr Fehlurteil hätte uns alles kosten können. 400 Jahre der Suche. Endlich
Drakes Geheimnis wird enthüllt. Was soll das? Das verstehe ich nicht. Eine Fälschung. Was? Unmöglich. Ich habe ihn selbst geprüft. Das ist nicht der Ring. Ach was. Ich hatte ihn in der Hand. Er hat ihn sich um den Hals gelegt. Das ergibt keinen Sinn. Wir wurden getäuscht. Cutter. Aha. Auf die Posten, Männer, und Augen auf. Vielleicht ist man uns gefolgt. Ihr kommt mit uns. Findet sie und bringt mir den Ring. Wie ihr das macht, ist mir egal. Seht euch den ganzen Kram an. Hey, komm schon. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja. Ja. Was soll das? Mein Gott, weißt du, was das ist? Das ist ein Buch. Da sind noch mehr. Das ist eine Bibliothek. Nicht irgendein Buch, Klugscheißer. Gehörte T.E. Lawrence. Lawrence von Arabien? Ja, ich weiß, wer das ist. Verschickt aus Dorset, genau an dem Tag seines Motorradunfalls. 13. Mai 1935. Sie haben ihn getötet, als sie es hatten. Sie? Ja, sie. Sie, die, wer immer diese Leute sind. Ach komm, was für ein Unsinn. Das war ein Unfall. Ein schwarzes Auto soll ihn abgedrängt haben. Leute. Oh, dann war das also eine Verschwörung. Vielleicht. Nate. Was? Das Ding, darauf hast du 20 Jahre gewartet. Klar. Dann los. L. O. H. D. N. Was denn? Oh, das heißt Long Hidden. Was? Wirklich? Long Hidden? Soll das ein Witz sein? Sei mir nicht böse, Mann, aber dein Vorfahr war ein verdammtes Arschloch. Ach, halt die Klappe. Es ist ein Anagramm. Golden Hind. Die Golden Hind. Drakes Schiff. Ja. Ein Hinweis. Irgendwas ist versteckt in diesem Raum. Verteilen wir uns. Wir müssen es finden. Sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten sie die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee, einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, er war Mathematiker und Navigator.
Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat. Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub-al-Khali-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-al-Khali-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr zwei geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's? Bin dabei. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Nur los. Ja. Hey, Nate. Der Turm da. Sieht alt aus. Ja. Das ist der aus Lawrence' Notizbuch. Muss er sein? Gut. Danke. Okay. Ich drücke, du ziehst. Auf drei, klar? Was? 1, 2 ziehen oder 1, 2, 3 ziehen? Zieh einfach. Okay. Nate! Hey, bist du okay? Ja. Ich überlebe. Wie soll ich da wieder hochkommen? Ich gehe da lang. Wir treffen uns da drüben. Alles klar. Vorsichtig da unten. Okay. Mist. Sie sind hier irgendwo. Los, finde sie!
muss Sully warnen. Hey, sieh dir das an. Was zum Teufel? Er gehört zu Talbot. Gehörte. Das ist unmöglich, die kamen gerade erst. Ja, aber was ist mit ihm geschehen? Ich weiß es nicht, aber das gefällt mir verdammt nochmal gar nicht. Oder ein Alchemistenlabor. Moment. Erinnert dich dieser Ort an etwas? Ja, und zwar an Marlows gruseliges Versteck. Sully. Sully, das ist John Dees Labor. Hier draußen? In Frankreich? Tja, er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen, so wie Lawrence. Hey, sieh mal. Oh. Schon wieder Sabäisch. Aber was sind das für Symbole? Er hat wohl an etwas gearbeitet. Hier ist so etwas wie eine Nachricht auf Henochisch. Kannst du es entschlüsseln? Es geht. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Ah. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja, oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Junge. Oh, klar. Hilf mir schieben. Schlauer alter Mistkerl. Oh, danke. Nicht du, John Dee. Oh. Haben wir es. Sully, gib mal Feuer. Ja. Ach, viel besser. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Oh, sonst als wollten wir etwas draußen halten. Oder drin. Hier, hilf mir mal. Ist es. Hier, halt mal, ja? Klar. Sieh mal, eine Art Amulett. Hier steht etwas. Du machst das also direkt auf Lancelot, was? Das ist Sabäisch. Also aus dem alten Jemen, was? Ja, genau von dort, wo Francis Drake im 16. Jahrhundert gelandet wäre. Vielleicht der Name einer Stadt? Ja, vor 3000 Jahren. Wo sollen wir ohne den Rest der Inschrift suchen? Ja, hoffen wir, dass die andere Hälfte in Syrien ist. Ja, und dass Carter und Chloe sie finden. Ah. Das würde ich lieber nicht tun. Ach, shit. Hervorragende Arbeit, Gentlemen. Harris, nehmen Sie doch bitte Mr. Drake das Artefakt ab. Ja, Harris. Hol's dir doch. Dafür muss man doch nicht gleich sterben, oder? Ihr Freund stimmt mir zu. Komm schon, Nate. Was ist das? Oh mein Gott, was zum Teufel? Bleib im Licht! Nehmen Sie es, schnell! Weg von mir! Ihre Fackel scheint zu erlöschen. Viel Glück damit. Ach, was für ein Idiot. Ja? Komm schon. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Bleib dicht bei mir. Spring! Mach sie weg! Mach sie weg! Okay, alles klar.
Und bei mir? Dreh dich um. Alles klar. Bist du okay? Ja, glaub schon. Okay, nicht wieder reingehen. Ich denke, es ist eine gute Idee. Los, Kanister ausschütten. Vollständig! Was machen die da? Fackelt hier alles ab! Pass auf dich! Oh mein Gott! Der verdammte Turm bricht zusammen! Lauf! Los! Lauf weiter, Sally! Oh, Scheiße! Na los! Oh Mann, das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh, ja. Einfach großartig. Ja. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung habe. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Hat nicht viel gefehlt. Erst mal im Ernst. Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh, nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich-bin-dafür-zu-alt-Reden kommt, lass es bleiben. Nein, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste, okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Das kannst du mir glauben. Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Cutter und Chloe. Sally, wenn sie uns gefolgt sind. Scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie... Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Verdammt, ich kann die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Na, dann schwingen wir die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber Marlo und Talbot halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir es nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten. Wenn sie hier sind. Positiv denken, Sally. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Na klar, warum nicht? Verdammt nochmal. Seid ihr nicht in Frankreich? Wir wollten euch retten. Vor wem denn? Wir dachten, ihr werdet entführt. Oder schlimmer. Aber wieso denn? Naja, Talbot überfiel uns im Schloss, das war eine Falle. Wir dachten, sie sind euch auch gefolgt. Ja, sie sind auf jeden Fall hier. Na, großartig. Dann sollten wir vielleicht leiser sein. Was war bei euch los? Wir erreichen euch seit 24 Stunden nicht. Ach, ich muss mein Guthaben aufladen. Du benutzt ein Prepaid-Handy? Mann, mit Vertrag ist doch krasse Abzocke. Was? Meins ist kaputt. Was? Okay, kommt, vergessen wir's. Ihr glaubt nicht, was wir entdeckt haben. Ich habe alles hier. Nicht nur, dass Elizabeths Spionagenetzwerk bis hierher reichte. Sie waren alle Mitglieder einer Art hermetischen Geheimgesellschaft. Der britische Cold Secret Service, die School of Night, der Hellfire Club, die Order of the Golden Dawn. Sie gehören alle zusammen. Und John Dee? Und Francis Walsingham und Walter Raleigh und auch dein Kumpel Drake. Sie alle wussten Bescheid. Aber für sie ging es nur um die Macht.
Die Feinde beherrschen mittels Spionage, Täuschung, Furcht. Hey, Leute. Warte. Und Marlo und ihr Team? Sind vom selben Geheimorden. 400 Jahre später. Könntest du bitte endlich zum Punkt kommen? Ja, wir müssen echt machen, dass wir wegkommen. Klar. Hier, schaut mal her. Quod est superius? Est sicut, quod est inferius. Wie oben, so auch unten. Und das ist der Schlüssel zu allem. Wir müssen zum höchsten Punkt in diesem Schloss. Na, dann nehmen wir doch einfach die Treppe. Ah, geht doch. Da, das ist der höchste Turm. Okay, dann müssen wir also nur darüber... Achtung! Oh Mist! So ein Mist! Runter! Und jetzt? Zum Turm müssen wir an ihnen vorbei. Toll. Und was ist aus Reinschleichen und Rausschleichen geworden? Was? Wir geben nicht auf. Ja, wir sind so nah dran. Kommt, wir finden einen Weg um sie herum. Durch. Ja, okay. Hups. Ist klar, runter. Hier oben. Hey, gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Kann ich mal sehen? Ja. Ich will es zurück. Na, wo sind sie? Hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch. Vorsicht! Mist! Hey, Mann, da! Der Turm! Was ist mit Sully und Chloe? Denen geht's gut. Sieh mal. Da ist er. Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute. Und weg ist er. Oh. Das ist ein... Ja, oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal. Oben, unten. Es ist dasselbe Thema. Wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Es sieht fast so aus. Das Teleskop. Ja, klar. Danke. Ach, diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Warte. Ja, da. Aha. Wie unten, so oben? Ja. Ja, diese Säulen. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sully und Chloe. Sie sind da drüben! Shit, die haben uns! Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben! Nein. Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Danke. Trau niemals, Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein! Shit. Er ist weg. Was zur Hölle? Hey, Charlie, bist du okay? Charlie?
Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Yeah. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los! Hau bloß ab. Okay. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallos. Charlie, hör zu. Hey, alles ist hau gut. Ab! Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwohin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben, weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Toll, wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur, ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Magiers. Oh Mann, ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet, wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Was ist es? Sully, hilf mir hier mal. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie, komm schon. Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. Aber... Na los, Kumpel. Alles gut. Na, wohin bringst du mich? Wir gehen einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an! Alles okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay, sind wir. Warte. Da oben ist noch ein Durchgang. Geht weiter. Ich mach das. Wir leuchten dir den Weg. Komm, Kumpel. Gleich geschafft. Oh Gott. Oh Gott. Mann. Immer näher. Es wird enger. Aufhören. Halt! 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 Ich weiß. Oh Gott! Ich kann nicht atmen! Scheiße! Oh Gott! Ich kann nicht atmen! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Oh Scheiße! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Oh Gott! Ganz ruhig, okay? Oh Gott! Oh Gott! Oh nein, nein, nein! Nein, nein! Charlie, los, komm schon! Nur noch ein! Lasst mich! Ich will dir nicht wehtun. Charlie, stopp! Cutter! Charlie! 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 Nein, was machst du? Nicht! Charlie, du erwürgst Nate. Okay, du musst zuhören. Du erwürgst Nate. Charlie! Oh mein Gott. Komm. Komm, alles gut. Mir geht's gut. Komm, steh auf. Mir geht's gut. Wir sind quitt. Warte mal. Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Wow. Auf ein neues.
Ich gehe zuerst. Shit. Folgt mir. Nein, nein, noch drehe ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Oh, toll. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauche Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Na los, hauen wir ab. Die suchen uns bestimmt. Hey, hey. Ist das das Wasser? Ich weiß es nicht. Oh nein. Bitte. Bitte sag mir, dass du die auch siehst. Was du auch machst, halt sie fern. Wirklich? Bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Ich renne, sollte ich es über dieses Becken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt. Das Wasser muss fließen. Hast du eine bessere Idee? Okay, noch eins. Okay, und nochmal. Es klappt. Er dreht sich langsam. Ich hätte den Globus drehen können. Nicht schlecht. Geschafft. Unglaublich. Das muss der Eingang zu den inneren Grüften sein. Komm schon. Ist der das? Ja, genauso wie der in Frankreich. Wahnsinn. Ja, brillant. Öffnen wir ihn. Da ist er. Was habe ich gesagt? Zeig mal die andere Hälfte. Ja, übrigens, Talbot hat sie. Was? Ja, ich hab's dir gesagt. Als er uns am Schloss überfiel, hat er's gestohlen. Und warum machen wir das hier? Warte. Mach mich mal nicht runter. Hier. Da, siehst du? Und mit der kompletten Inschrift. Wissen wir, wo im Jemen wir hin müssen. Herzlichen Dank. Gut gemacht. Naja, warte mal kurz. Ich glaube, das nehme ich besser. Okay, dann nichts wie weg hier. Such weiter. Ach, Mist. Sie sind uns gefolgt. Hoffen wir mal, dass es einen anderen Weg raus gibt. Hey, komm her. Ja, ich fühle einen Luftzug. Super, lass das eine Außenwand sein. Na, Charlie, hilf mir mal damit. Ja. Leute, wir haben nicht viel Zeit. Komm schon, los! Ja! Oh, vielen Dank, das nehme ich. Waffen runter. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Na dann, was für ein Dilemma. Das sieht nach einem Putt aus. Bis meine Männer kommen, natürlich. Wir haben Zeit. Oh nein. Jungs? Charlie? Ach, das glaube ich jetzt nicht. Und so wendet sich das Blatt, nicht wahr? Runter mit den Waffen. Leck mich doch, Hunter, schießen Sie. Nein! Halt! Ganz langsam. Okay? Das ist schon viel besser. Töten Sie ihn. Du verdammter Dreckskerl! Hunter, schießen Sie endlich! Mit Vergnügen! Lauf! Er schafft es nicht. Okay, was tun wir jetzt? Was machen wir? Charlie! Was zur Hölle? Sie sind nicht weit gekommen, was? Geben Sie her. Leck mich. Wir können nichts machen, Junge. Verdammt, diese
Miesen Schweine. Oh, Cutter. Ich habe Ihnen so viel zugetraut. Ja, klar. Wirklich? Sie hatten Potenzial. Jetzt... Tja. Witzig, wie das Leben so spielt, oder? Sie haben mich verraten. Und jetzt sind wir beide hier. Als wäre es so vorherbestimmt. Nein! Beeilung! Los! Charlie! Mist, nicht bewegen! Verdammt. Nicht bewegen! Oh Gott, mein Bein! Nicht anfassen! Es ist gebrochen! Das weiß ich auch! Du musst ganz ruhig bleiben, okay? Moment. Nate, sieh mal. Oh, was zum Teufel! Hier lang! Okay, hier können wir nicht bleiben. Lasst mir die Knarre. Ich leg die Schweine um. Vergiss es. Wir bringen dich hier raus. Los, aufstehen. Hab ihn. Gebt uns Deckung. Okay. Los. Okay. Kommt schon, Jungs. Sorry, Charlie. Okay, der Bus. Wir nehmen den Bus. Damit fallen wir garantiert nicht auf. Morgen. Glaubt mir, Leute, ist den Eintritt nicht wert. Na los. Eins. Zwei. Zwei. Ja, ja. Ian. Okay. Ja. Okay, ich mach das. Kümmere dich um ihn. Ah, da kommen sie. Sally, lass uns verschwinden. Schätze, die sind wir los. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bus loswerden. Gut. Alles gut bei dir? Ja, großartig. Das war echt knapp. Das wird schon wieder. Nein, ich meine das Ganze. Das ist es einfach nicht wert. Wir sollten das lassen. Oh nein, 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 nein. Ihr dürft nicht aufgeben. Wenn die Schweine gewinnen sollten, nach all dem, werde ich euch das nie verzeihen. Keine Sorge, Charlie. Ich lasse die niemals gewinnen. Was ist los? Was willst du eigentlich beweisen? Ich will gar nichts beweisen. Ja. Hast du noch einen Plan, Junge? Ja, ich gehe in den Jemen. Bist du dabei? Ah, klar. Okay, wir müssen schnell reinkommen. Ohne Ärger. Wir könnten da jemanden anrufen. Wen? Oh nein. Nein, nein, nein. Hast du eine bessere Idee? Dann schieß los. Wie wär's mit... Na gut. Ruf halt an. Elena Fischer, Auslandskorrespondentin. Hey, Sally! Wie geht's, Schätzchen? Ach, nein, lass mal. Das mögen die hier nicht. Oh, klar. Aber ihr zwei könnt Händchen halten. Nein. Wie geht's, Elena? Gut, danke. Du siehst toll aus. So, das werde ich vermutlich bereuen. Diese Passierscheine bringen euch durch die meisten Kontrollen. Okay, gut. Wegen der Taschen muss ich mir keine Sorgen machen, oder? Aber nein. Nein. Klar. Zumindest jetzt noch nicht, hm? Okay, denkt dran. Ihr seid jetzt Journalisten. Also verhaltet euch auch entsprechend. Meinst du, du kriegst das hin? Ich glaube, sie meint dich.
Also was habt ihr zwei Vögel denn jetzt genau vor? Nur ein wenig historische Forschung. Klar, deshalb habt ihr es auch so eilig. Ganz genau. Keine verfluchten Schätze? Nein. Keine teuflischen Kriegsherren? Nein. Du bist ein schlechter Lügner, weißt du das? Was? Ja, das bist du. Oh, komm schon, nicht schon wieder, oder? Also, das Auto, wo ist es? Oh, es steht dort. Ich nehme die Taschen und geh schon mal. Nate. Du trägst sie noch. Ja, tu ich. Hier unten hilft er mir sehr. Ach, wirklich? Im Ernst? Bild dir bloß nichts drauf ein. Wie ich sehe, trägst du deinen ja auch noch. Was? Oh, ja. Und deswegen bist du doch eigentlich hier. Du verstehst das nicht. Ich habe endlich den Beweis. Drake hat gelogen wegen der Route nach Ostindien. Vor 400 Jahren war er hier. Warum, Nate? Naja, das wollen wir ja gerade rauskriegen. Ich meine, warum diese Besessenheit? Ich mach mir Sorgen. Ich pass schon auf mich auf, okay? Ich spreche nicht von dir. Was, Sully? Er geht bis ans Ende der Welt für dich, Nate. Bitte, lass das nicht zu. Komm schon, das ist nicht fair. Was soll das überhaupt bedeuten? Alles klar? Du kannst uns einfach am Stadtrand rauslassen, okay? Das kannst du vergessen. Ihr zwei steht unter meiner Aufsicht. Ich werde euch nicht aus den Augen lassen. Okay, sie haben wohl die Straße abgesperrt. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ihr bleibt hier. Sommer, sie trägt ihn noch. Oh ja, anscheinend hilft das hier unten sehr. Was ist das? Keine Ahnung. Und? Okay, schlechte Nachrichten. Sie lassen niemanden durch. Hey, wir versuchen's hier. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, da unten. Diese Gebäude waren schon hunderte Jahre alt, als Francis Drake lebte. Gut, nicht schlecht. Hey, Nate. Huh? Talbot. Wer? Er hat Cutters Notizbuch. Was? Halt, was? Charlie, Cutter? Keine Zeit. Sully kann alles erklären. Ja, Moment mal. Wir sehen uns unten. Sie wissen nicht, wann es genug ist, was? Dann mal los! Na, immerhin etwas. Auf ihn! Hallo, Jungs. Hey, hier rein. Klärt mich bitte mal jemand auf? Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein. Er und Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Ja, zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sully, sieh dir das an. Unglaublich, sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringt mich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich. Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja.
Okay, im Ernst, was erzählst du warum mir sagst du mir nicht die Wahrheit? Sally? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlowe, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Komm, gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Alles in Ordnung. Kommt runter. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Junge? Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Schaut doch mal. Das sind die gleichen Säulen. Okay. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten steht war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten? Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis' 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. Sully, dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Hat mir noch einen Storch. Oh. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Ja, vergiss es. Hey, glaubst du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus aufmunternd. Hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Halt, was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Oh, oh Mist! Oh nein, nein. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja,
Ja, das war wohl Drake. Okay, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Und als er hier ist, bringt ihn das, was er findet, dazu, umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Genau. Aber du, du machst weiter, nicht wahr? Ja. Und wofür? Den Schatz? Sully, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sully, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Hast du's? Gut. Danke. Gebt mir eure Waffe. Die könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Nein. Nate? Lauft. Lauft. Oh nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleibt weg! Bleibt weg! Los mit ihm. Das sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon. Lass mich los! Okay. Wir wollen... Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Nein! Nein! Gehen Sie weg. Ganz ruhig. Oh Gott! Ruhig bleiben. Nur mir nach. Nee, lassen Sie mich. Drake. Marlow wartet. Nein. Es ist gleich vorbei. Ruhig. Sully? Sully ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Sully. Keine Angst. Mir nach. Nein, ich gehe nicht. Nicht wehren. Wo bin ich hier? Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Sie wissen, was wir wollen. Sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Verdammt, bitte. Wo ist es? Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Ich weiß nicht. Gut. Verdammt, ich weiß nicht. Bitte, ich weiß nicht. Willkommen zurück. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht.
Tatsächlich denke ich, dass ich sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim. Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge, sie interessiert uns nicht. Außer, natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Iran hat. Woher wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, sie zu retten. Er hat sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er Sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er Sie vielleicht nur dazu verdammt? Ach. Wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind sie entbehrlich geworden. Erkennen Sie mich? Ramses. Sie sollten mir danken, mein Freund. Ah, stimmt. Danke. Wirklich? Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein Guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Iram, die Säulenstadt. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheiß Dreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat. Und ein Geschäftsmann. Ein bisschen Respekt, bitte. Na gut, noch einmal. Wo ist Iram, Nathan? Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich...
kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht tun. In seinem Alter kann das zu viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Jetzt amüsieren wir uns ein bisschen. Willst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Ich rede... Okay, endlich jetzt. Oh, das muss ein Witz sein. Was für ein Chaos. Mist. Okay, Plan B. Moment. Wo willst du hin? Dort halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Sully! Sie nicht, oder? Albert, nein. Eine Lüge. Du weißt, ich bin ein Pirat. Yalla, Pshiku! Genau, mein Freund, lach du nur. Schuhe! Zur Hölle, Habibi! Thank you.
War auch hier? Okay. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon, okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Wir sind da. Hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Okay, sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Hey, was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt, ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein, bitte. Seien wir ehrlich, die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Du hast nicht viel Zeit. Geh. Wie weit?
Großartig. Dann mal los. Thank you.
Verdammt! Der große Wagen. Mist. Ich hätte zur Navy gehen sollen. Mit wem rede ich eigentlich? Bin ich erschöpft? Welche Wurzeln klammern hier? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht, errätst es nicht. Moment, ist das... Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Baum. Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist! Verdammt, Nate. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Sorry. Wach auf. Hilf mir. Komm schon, los deine Hand. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe dich gesucht. Keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Glaube ich. Sorry. Sorry. Okay.
Sally! Sally! Ich komme, Sally. Hast Geschäft? So ein Glück. Es ist ein Dorf. Verstehst du? Was? Ich verstehe dich. Nein, 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 nein. Nicht schießen. Nicht schießen, bitte. Halte, 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 ho! Shilo! Jalla, ta'alo! Du bist fremd hier, Amerikaner. Shukran. Ihr gehört hier nicht her. Ihr alle. Ich lebe noch. Wieso habt ihr mich nicht umgebracht? Das wäre unhöflich. Du warst in Not. Auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz. Bist du mein Feind, Amerikaner? Drake. Mein Name ist Drake. Salim, ich bin hier der Sheriff. Ich will nicht aufdringlich sein, Salim, aber ich brauche ein Pferd. Ich kann dir allerdings nichts dafür geben. Willst du die Karawane allein angreifen? Du weißt davon? Meine Kundschafter folgen ihnen seit 2 Tagen. Was macht ihr hier? Was wollen die Engländer in der Rubalkali? Sie suchen die verlorene Stadt Ubar. Ihr rammt die Säulenstadt. Mein Freund ist ihre Geisel. Nur er kennt den Weg dorthin. Wenn sie Iram finden, ist er wertlos für sie. Sie töten ihn. Wenn sie Iram finden, sind wir alle tot. Vor 3000 Jahren war König Salomon der Herr über die Djinn. Dämonen aus rauchlosem Feuer, bis sie sich wehrten. Er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt. Iram wurde zum Ort des Bösen, verflucht von den gequälten Seelen der Djinn. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen, wenn sie die Macht der Djinn entfesseln. Wir haben also nicht viel Zeit, oder? Nein. Aber es sind zu viele. Wir können sie nicht gleich angreifen. Heute ruhen wir. Morgen erreichen sie die Schlucht. Dann greifen wir an. Gleich morgen früh. Vorsicht!
Pass ist eng! Salim, ist es noch weit? Wir sind gleich da. Der Konvoi ist weiter vor. Vorsicht, Vorsicht! Da sind sie! Der Konvoi ist da unten! Beeilen wir uns! Greg, spar die Kugeln! Sie sind zu weit weg, außer Reichweite! Hier, eine Abkürzung! Folge mir! Wir sind fast da! Okay? Ja, ja, alles klar, aber ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder, mein Junge. So leicht wirst du mich nicht los. Und wie hast du mich eigentlich hier draußen gefunden? Ich hatte Hilfe. Salim. Sullivan, danke. Wir haben nicht viel Zeit. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen. Also, ich weiß nicht. Er hat recht, Nate. Ich habe jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen. Ich weiß nicht, hinter was genau Marlow her ist. Aber es ist bestimmt kein Schatz. Wir müssen dich stoppen. Drake, wir müssen los. Jetzt! Jalla! Es wird nie langweilig, was, Sully? Darauf kannst du einen lassen. Ja. Da! Direkt vor uns! Durch den Sturm? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau dir, Drake! Heilige Scheiße. Es existiert wirklich. Oh mein Gott. Wow. Victor Sullivan. Willkommen in Kubar. Unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt.
Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein. Nein. Bitte. Sally. Nein! Nein! Geh weg, bitte! Oh Mann! Oh nein, was ist das? Was ist das? Bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Au! Ist dir das echt genug? Richt niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser, das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zorn Gottes. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Herbert. Oh Mann, ja. Katha sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lange. Aber, Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Eine Art Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wollten Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden. Und verwischte dann die Spuren seiner Reise.
schrieb die Geschichte neu. Wer widerspricht schon Sir Francis? Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Ein für alle Mal. Naja, die gehen auf jeden Fall ins Wasser. Hey. Aha, schön. Das behalte ich. Vorsicht! Sanft hochziehen. Soll das ein Witz sein? Wir müssen das Ding ausschalten. Eine Idee? Naja, die sind eine Überzahl, Junge. Wir trennen uns und flankieren sie. Ja, das könnte klappen. Genau deshalb gehen wir immer leer aus. Los, wir müssen weg. Sie! Drake! Get enough!
mein Gott. Ja, Lowy. So viel zum grenzenlosen Reichtum, was? Tja. Ist nicht viel, oder? Ist genug. Ja. Warte mal kurz, Nate. Alles klar? Ja. Ja, ich wollte dir eigentlich nur etwas sagen. Okay. Was gibt's? Also meine Kindheit war mies. Mein Vater eine Niete. Mit 40 war mir klar, dass ich nie einen Sohn haben würde. Ach, ich wollte nie einen. Was weiß ich denn über Kindererziehung? Dann bist du in mein Leben geplatzt. Hey, du musst jetzt nicht... Nein, hör zu. Ich muss. Ich habe viele Fehler gemacht, Junge. Viele. Und, tja, ich bin nicht perfekt. Machst du mir einen Antrag, Sully? Ich meine, ich mag dich. Stopp. Spiel einmal nicht den Klugscheißer. Wie lange trägst du den schon mit dir rum? Zu lang. Ich dachte, er wäre weg. Die Sache ist die. Wir können uns unser Leben leider nicht aussuchen. Echte Größe ist es. Das Beste aus dem zu machen, was man hat. Hey. Hi. Hast du was vor? Vielleicht? Das tut mir echt leid mit dem Ring. Na, ist okay. Dafür habe ich was Besseres. Lass uns verschwinden, ja? Ja. Los, hier lang. Aber... Na komm schon. Vertrau mir. Was hast du vor? Ist nicht dein Ernst. Es ist nicht so schön wie das, das ihr zwei vor 4 Jahren demoliert habt, aber... Na los. Mal sehen, ob ich noch weiß, wie man so ein Ding fliegt. Es sind aber auch Fallschirme drin, oder? 3? Ja, mehr oder weniger.
Thank you.